Hallo, Hallöchen und einen wunderschönen finsteren Nachmittag hier von mir zu euch nach Hause, wo hoffentlich euch nichts alles um die Ohren fliegt. Herzlich willkommen, King, der schon die ganze Zeit gespannt darauf wartet, dass es losgeht. Hallo, Heshi, der schon auch schon gespannt da sitzt und wartet, dass es losgeht. Und Hallöchen, Traum. Ach. Hallo Kira, nun ist schon eine Dreier-Serie. Das ist cool. Vielen Dank für dreimal mit dabei sein am Stück. Werden vielleicht auch noch mehr. Schauen wir mal. Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter ein bisschen besser. Es hat sich ja eigentlich gestern verbessert und ich war ja auch heute Morgen, war ich draußen und habe Flynn in die Schule gebracht, aber irgendwie ist es jetzt wieder furchtbarer geworden. Der Wind ist wieder so zurückgekehrt. Ich glaube, es regnet auch stärker und es ist super finster draußen. Morgen sollen wir das erste Mal seit Tagen wieder Sonne haben. Ich bin schon gespannt. Sollte ich während des Streams einschlafen, dann liegt es daran, dass es super finster ist, auch wenn ich alle meine Lampen hier aufgedreht habe. Ja. Und Hallöchen Mizuki, willkommen. Ja, was gibt's ansonsten zu sagen? Ich bin ziemlich müde. Ich habe die Nacht auch nicht besonders gut geschlafen. Ich habe keine Ahnung. Es war so kalt. Der Sprung von vorletzter Woche auf letzter Woche von 30 Grad plus auf was auch immer wir gerade da haben, ist einfach zu viel für mich. Ah. Und keine Ahnung. Nicht besonders gut geschlafen. Ich habe mich eher am Vormittag nochmal kurz hingelegt. Aber ja. Bruh. Bruh. Es ist kalt, es ist ungemütlich, es ist finster. Ich will wieder Sommer haben. Gib mir den Sommer wieder zurück. Habe ich mich jemals über die Hitze beschwert? Ich nicht. Hallo, Hallöchen. Für den Fall, dass du einschlafen solltest. Oh, na. Wird schon nicht passieren. Maximal ein kurzer Einnicker. Denn das geht schon. Mir einen Eistee geholt. Ich hoffe, dass das hilft. Eigentlich das Beste, wenn mir kalt ist, aber inzwischen geht es so halbwegs. Brr, brr. Hab heute Birthday. Gratulation, alles Gute zum Geburtstag, Mizuki. Einen wunderschönen Geburtstag. Ich hoffe, bei dir ist das Wetter besser als hier. Brr. Ja, gut, so schaut's aus. Nichtsdestotrotz werden wir trotzdem ein bisschen Genshin machen, damit wir die ganzen Quests abbauen und damit gar nicht erst wieder so viel anfällt. So, ich mache mich mal ein bisschen kleiner. Ansonsten habe ich heute eigentlich noch nicht wirklich viel gemacht. Ich habe ein bisschen Star Rail gemacht, Divergent Universe gleich wieder, dass ich das freigeschaltet habe für die Woche. Ein bisschen Materialien gefarmt, das war's. Die Sonne knallt, wirklich? Ich glaube, ich habe seit 4 Tagen keinen einzigen Sonnenstrahl mehr gesehen. Warte mal. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, ja. Freitag fing es an. Donnerstag war es auch schon ein bisschen wechselhaft. Aber Freitag, Samstag, Sonntag waren die Tage, wo es extrem geregnet hat. Aber wie gesagt, ich habe gerade erst in den Wetterbericht geschaut. Morgen soll es bewölkt sein, aber mit Sonne. Und auch, es soll auch nächste Woche wieder bis 20 Grad warm werden. Yay. Schauen wir mal. Hallöchen, Mia, willkommen. Bitte nicht vergessen zu trinken. Nein, ich habe mein Wasser da und ich habe meinen Eistee da. Ich bin sehr gut versorgt. Und danke, na, kein Problem. Alles Gute dir auf jeden Fall. Regen gerade. Das wundert mich nicht, dass es bei dir regnet. Oh. Ja, Österreich steht unter Wasser und irgendwie fliegt auf dem Balkon schon wieder alles weg. Ich habe ja gedacht, heute, wenn der Regen ein bisschen nachlässt, kann ich vielleicht mal meine ganzen Kissen retten, die wild herumgeflogen sind. Gott sei Dank haben wir so ein Katzenschutznetz vorm Balkon, das halt nicht wirklich was wegfliegen kann, aber irgendwie liegt halt alles draußen verstreut. Na gut, jetzt gehe ich nicht raus. Ah. Hier war schon eine Weile Pause dabei. Ja, heute Vormittag war es tatsächlich nicht ganz so schlimm, muss ich sagen. Als ich Flynn zur Schule gebracht hat, hat es zwar geregnet und es war ein bisschen windig, aber es war nicht so, es war so normal. Ehrlich gesagt, auf dem Weg bis zur Schule ist mir jetzt auch nichts aufgefallen, außer halt
Naja, ziemlich viele abgebrochene Äste waren schon mit dabei. Aber das ist wie wenn hier ein normaler Sturm ist. Dann liegen auch überall Äste herum von den Bäumen. Und das habe ich halt gesehen, überall ziemlich viele Blätter, was halt auch normal ist für einen Sturm. Aber ansonsten war halt auf dem Weg zur Schule nichts Gröberes. Die Straßenbahn ist auch ganz normal gefahren. Ich weiß halt, dass die U-Bahn größtenteils in Wien noch nicht fahren. Bin schon gespannt, wie ich dann morgen zur Arbeit komme. Was? Achso, vorhin haben sie noch durchgesagt, dass sie auch noch nicht fährt. Ja. Aber schauen wir mal. Haben sie in der Straßenbahn durchgesagt, welche U-Bahnen alles nicht fahren? Oder sie fahren zwar schon, aber nur einen gewissen Teil in Wien und dann fahren sie wieder zurück. Und die ganze Mitte eigentlich ist ziemlich ausgelassen. Aber schauen wir mal, wir werden das sehen. Wird schon schief gehen. Im Notfall gibt es Busse und Straßenbahn. Ich habe morgen erst Spätdienst. Die Frage ist nur, wie ich nach Hause komme am Abend. Ja. Noch nicht mit Boot fahren auf der Straße? Na, hier ist überhaupt nichts. Ganz ehrlich? Wie gesagt, als ich Flint zur Schule gebracht habe, es war ganz normal, wie als wäre halt in der Nacht ein Sturm gewesen. Was halt mehrmals im Jahr passiert. Hier hängen Wolken tief und es wird windig. Willkommen im Herbst, Kira. Ich will nicht, aber nicht so spontan. Letzte Woche war noch, also vorletzte Woche war noch, oder? War noch Hochsommer. Vor ein paar Tagen hatten wir noch über 30 Grad und jetzt so, ja, Überschwemmungen. Ansonsten habe ich jetzt so persönlich nichts mitbekommen. Ich habe halt einige Videos gesehen von Wien mit dem Wienfluss und so, der wirklich praktisch in die ganzen U-Bahn-Dinger reinzufließen droht. Das war wirklich knappste Sache, was ich da gesehen habe in manchen Videos. Da haben nur noch ein paar Zentimeter gefehlt. Was jetzt wirklich passiert ist, weiß ich nicht. Natürlich viele Keller überlaufen, auch in Niederösterreich und überall anders. Ja, schauen wir mal. Wird schon schief gehen. Sammel was von den Wolken ein und versuch auf die auf der Wolke zu fliegen. Bin ich Son Goku. Obwohl das cool wäre. Einfach mit der Wolke in die Arbeit fliegen. Yay. Naja, gut. Was machen wir heute Schönes? Gestern am Abend haben wir ja den Dodoku-Event komplett gemacht. Der ging sehr, sehr schnell. Oh, es gibt Leyline Overflow. Okay. Erfahrungsbücher und Geld können sicher nicht schaden. Gut, werde ich mir merken. Wir haben gestern den Abend den Dodoko-Event gemacht und danach haben wir Imaginarium Theater gemacht. Das zeigt er mir, glaube ich, jetzt nicht mehr an. Imaginarium Theater haben wir gemacht, das Schwierige sogar mit den 10 Stages und ich habe es auf Anhieb geschafft. Yes. Mir hat zwar ein so ein Sternchen gefehlt bei dem Defense-Dings, aber ansonsten habe ich überall Sternchen geschafft. Ich hatte ziemlich Glück, wann ich welche Charaktere bekommen habe. Meine Vorteil war halt auch Dendro und Hydro und Pyro. Sollten sie irgendwann mal auf die Idee kommen, Elektro und Kryo und Geo gleichzeitig zu machen? Ich meine, es harmoniert nicht wirklich gut miteinander. Das könnte dann eventuell ein bisschen tragischer werden. Naja, gut. Ein paar Charaktere habe ich ja. Aber die ganz, ganz starken sind alle in den anderen Elementen. Supercalifragilisticexpialidocious. Expialigetisch. Das kann nur Engelchen sein. Hallöchen, einen wunderschönen Nachmittag. So. Und was ich gesagt habe, was wir heute machen werden. Heute werden wir uns ein bisschen um Quests in Nattlang kümmern. Ich habe mal geschaut, was ich da so habe und habe mir dann überlegt, dass wir heute mit dem Between Pledge and Forgettance weitermachen. Das ist anscheinend die Story zu Minili, weil das erste ist das, wo man Minili bekommen hat, also sein Minili, wo man seinen eigenen Saurier bekommen hat. Gibt es dann anscheinend noch zwei verschiedene Quests und wir werden schauen, dass wir die heute machen. Das ist der Plan. Ich weiß nicht, wie lange sie dauern. Hex ist überschaubar, was ich jetzt gesehen habe. Wir werden sehen. Aber das ist mein Plan, dass wir das heute machen. Gut.
Bin einigermaßen froh darüber, dass hier die Tage um die 22 Grad in Ostbrandenburg werden. Das ist schön. Das hätte ich auch gerne. Das reicht mir. Brauche keine Hitze, hat mich tierisch fertig gemacht. Na, dann seid schön weiter fleißig, ihr Keks. Ich hau mich nochmal hin, sonst hänge ich in der Nachtschicht durch. Oh weh. Ich bleibe im Lurk. Danke dir auf jeden Fall. Ja, ich meine, für September 22 Grad wären mir auch voll. Wären auch voll angenehm. Es würde mir ja reichen. Ich meine, es reichen mir auch 15 Grad. So, wie haben wir jetzt? 11 Grad. Wenn nicht dieser Regen und dieser Wind wäre die ganze Zeit. Ah. Die Quest ist toll. Machen wir. Das ist zumindest der Plan für heute. Yes. Gut, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen von meiner Seite aus. Das ist der Plan für heute. Ich habe nämlich geschaut, was es da alles so gibt und ich glaube, das ist relativ interessant. Questtechnisch, dass wir das mal abschließen und dann alles Weitere schauen wir dann mal. In den nächsten Wochen kann man das ja abhaken. Die anderen Quests. Ja. Da fällt mir ein. Zwischendurch mal meine Charaktere heilen. Das ist Purina, die alles abgesaugt hat wieder an HP. Man weiß nie, wie viele Kämpfe kommen. Die Musik. Die Musik in Natlan ist anders wild, oder? So gut. Go to the Children of Echoes. Okay, lesen wir uns mal kurz durch. Go to the Children of Echoes and search for clues concerning the volcanic token. Okay. Aber zum Vulkan kommen wir dann wahrscheinlich noch immer nicht. Der ist nicht mit dabei. Bogtu, Mann. Du. Keine Ahnung, wie man. Ach. Auf geht's. Der Hammer von dem Geo-Anführer ist noch immer mächtig. Wollte ich nur anmerken. Didn't you hear what Titus said? No one's attempted this feat in almost 500 years. Die 500 Jahre in Genshin sind immer so. Okay, worauf wollt ihr anspielen? If you claim that you found a possible entrance zum Vulkan? Ist Emilie. Oha. No human or Saurian companion setting out on this road has ever returned, not a single one. Der Relics Association Guy und der Chief vom Tribe. Ach. Hey, Relics Guy! Paimon wieder. Ah, it's you, Mea, Paimon and Minili. Minili. In Genshin gefühlt alles immer genau 500 Jahre her, obwohl es inzwischen schon 504 Jahre sein müssen. Knapp. Naja, man nimmt es nicht so genau. Ah. Oh, a Tepetli Sorrel with a red tail scarf. Mighty energetic and looks different right off the bat, too. Right, little fella, give us another. Exakt. Okay. I suppose that makes you two the ones it shows. Genau. Wir und unser Minili. Frag mich, ob wir in späteren Geschichten noch mehr Saurier-Kumpanen bekommen. Oder ob sich die Geschichte von Minili jetzt durch ganz Natlan zieht. Das wäre allerdings cool. Und dann irgendwann entwickelt er sich.
kommt er zur zweiten Stufe und wird größer und irgendwann ist er ein riesengroßer Saurier. Acht Woknudeln für Anna. Es gibt wieder Nudeln bei Engel. Bei mir gab es heute, ich habe heute Curryhühnchen gemacht mit Gemüse. War super lecker. Einfach Hühnchen genommen, angebraten mit Curry und anderen Gewürzen. Gebraten. Und dann Gemüse dazu gemacht. Wissen Sie, was ist noch da? Am Abend. Erst habe ich mir gedacht, ich habe viel zu viel Hühnchen gekauft, aber dann war doch das meiste irgendwie weg. Gut, dass ich mehr genommen habe. Irgendwie hatte ich Hunger. So. Vito hat auch von mir berichtet, naja. Legendary. Okay, there's no need to thank me too much. Aha, quite the phenomenal youngster. So. Oh oh, müssen wir wirklich zum Vulkan? Aber nicht zu dem Vulkan. Ja, okay. Reden Sie hinter meinem Rücken darüber, dass wir in den Vulkan müssen? Something about the danger, danger and a fiery pit. Allow me to explain. Remember what we spoke of before. To remove the mark of the Flame Lord's blessing, you need to bring the two required token types to the volcano. Irgendwie hört sich das an, jetzt müssten wir einen Ring in den Vulkan werfen. One of the tokens is in the ruins beyond the Children of Echo's land. There are conditions for getting in, though. Based on past custom, which I only just found on a woven scroll, by the way, since it's been ages since anyone's hankered to try this. Ruinen! Wish to take your Saurian companion to the volcano and perform a baptism to cleanse the Flame Lord's blessing, must be recognized by said Saurian's corresponding tribal chief. With Minili being a Tepetlisaurus, this means the chief of the Children of Echoes. Süß. Rawr. Isn't that you? Well, yeah, though I'll be real, I don't know if this rule applies to outsiders. Still mehr. Ich frage mich noch immer, was er dafür für Dinger in den Haaren hat. Es muss doch irgendeine Bedeutung haben, oder? Hundreds of years, many of those who have tried to free their soaring companions from what runs in their bloodline. This thing that is more cursed than a blessing. Blüche! But not a single one has succeeded, which is why the tribes gradually abandoned the custom. A 0% success rate, serious? Also das war Paimon. A 0% success rate, seriously? Alle unfähig. Aber wir können Minili retten. Danke. Yes, so perilous is the journey. Schlimmer als das Abyss oder Imaginarium Theater? Wenn es nicht schlimmer ist, dann schaffe ich das. Also said that the trial that must be passed before one may obtain the token will test not only the warrior who steps forth, but also the Saurian with them. Minili ist auch gut trainiert. You're not of the tribes, but I will not have you die in vain. So please, may I suggest that you leave Minili here with us. Nein, das ist unser Minili. Nothing else I can ensure it will be taken care of until the day it must enter the Night Kingdom. No. But if we do that? I said Minili will be unable to grow up. Oh. Oh. Müsste auch mal wieder Genshin machen, habe aber irgendwie keine Lust. Wann hast du das letzte Mal gespielt, Engelchen? Looks like that's not what it wants. I'll try this all the same. Despite the immense peril. Yes. And what about you, little fella?
Entschuldigung, ich mag das Geräusch. Vorletzte Woche einmal kurz rein, okay. Na dann, das ist relativ unregelmäßig, aber wenn du eine Pause machst, ist auch in Ordnung. Vielleicht überkommt dich ja irgendwann mal wieder die Lust. Hahaha, unyielding, resolute, yet passionate. Your hearts blaze like a phlogiston. Alright then, then I shall award you the right to embark on the volcanic pilgrimage. Ah. Alright, let's go get that first token then. No, not yet. Now that you're qualified, you must undertake the trial of witnesses. Okay. Das sind aber ganz schön viele Regeln. Bevor ich die Tokens holen kann, damit ich Minili retten kann, muss ich erst vorher noch etwas machen, obwohl ich qualifiziert bin? Okay. Gut. Ancient custom dictates that the warrior and Saurian must together obtain the feather of the green Quetzal deep in the woods and offer up a stole of animal pelts. Okay. Ein Quetzalkurtel. Final Fantasy 10 Flashbacks. Stay away from the summoner. Oh mein Gott. Oh, wenn ich an die Shadow Summons denke, die man machen konnte zum Schluss. Halleluja. Und ich bin ja so ein Perfektionist. Und ich wollte die besten Equipment-Sachen haben, mit dem besten Substat sozusagen. Es war eigentlich ein bisschen wie Artefakte-Farm, nur dass man denselben Boss immer und immer wieder wiederholen muss. Halleluja. Okay, vergessen wir das. Final Fantasy X. Uiuiuiuiui. Da habe ich das Spiel selber erst Jahre später durchgespielt. Bin super schnell durchgekommen, weil ich so überlevelt war. Wegen der ganzen Sidequest. Together you must win 50 battles for our tribe and offer up 96 gems of high quality. Okay, die 50 Kämpfe mache ich. Aber 96 gems of high quality? Meine Edelsteine. Oh, I wouldn't be eligible to. Can you give me a discount on those for Mora? Oh, come now. Forget it. Where are those traditions even from? Some lost stone age? Oh, okay. Eigentlich war das nur, um besser mit den Sauriern zusammen zu sein. Anyway, as I see it, neither Mea nor Minili seems to need that sort of proof. Ja, wir sind schon beste Freunde. To put things simply, Mea, we have here in Natlan a super simple way of dealing with such situations. Irgendwie ist Nacht geworden in der Zwischenzeit. Fight me and prove your strength. Okay, right on. Muss ich wirklich gegen ihn mit dem Hammer kämpfen? Das fühlt sich recht unfair an. Ah. Minili ist voller Freude. Wait, here? Or do you mean we're going on stage? Of course not. The stage isn't a place for tunneling. Our dual grounds are in the mountain to the rear. Come, let's head there. We'll have ourselves a good one. Okay. Oh, es geht schon los. Minili, mach was. Ah, Hilfe, das wollte ich gar nicht. Der kämpft aber cool, ich kann mich nicht konzentrieren. Was ist denn der? Ah, da. Zack. Okay, ich glaube, er hat keine Chance. Gut. Hey, nice, we won. Great job, us. Was? Haben letzte Woche mit Anna bei ihr in Inazuma alles auf 100 und alle Elektrolyten-Lusse gesammelt, okay? Aber sie ist gelaufen und hat gemacht, was? Aber sie ist gelaufen und hat gemacht und ich habe auf die Map geschaut, wo sie hin muss. Ah, verstehe, okay. Du warst sozusagen ihre Anleitung, wo sie hin muss. Hm, auch gut. Haben Evo und ich früher auch oft gemacht.
Evo gespielt hat irgendwas und ich habe dem Spieleberater geschaut, du musst dahin, dahin oder so. Na gut. Kampf war nicht besonders schwer. Bro. Abendschein. Ich war ihre Paimon, sozusagen, genau. Ah, I'm not sure even the best warrior in our tribe could take you out. That was a sound defeat indeed. Oh, der hat schon einen weiterentwickelten Tepetlisaurier. Unserer ist noch Stufe 1. Dann entwickelt er sich in den größeren. Und dann wird er ein mega großer Bossaurier. Wie ein Pokémon oder ein Digimon. Die entwickeln sich dann einfach weiter. What do you think, huh, buddy? Looks like we need more training. Der heißt Uchu. Uchu. Quite a spectacular battle indeed. Okay, will er auch noch gegen mich kämpfen? Auf geht's. Oh, no, thank you very much. Okay, dann nicht. Boring. Ah, that was a great match, Mia. You are the real deal. I was just warming up, you know. Und das stimmt sogar wirklich. Mulani konnte noch nicht mal ihren Burst machen. You weren't bad either. Ich habe leider nicht so viel von ihm gesehen. Er ist da nur irgendwie lustig rumgedreht. Cocky too. Still, I admire that. The strong should also assert their dominance a bit. I mean, what's the point of getting strong otherwise? Eben. Warum bin ich sonst so stark geworden? Nur um das jeden ins Gesicht zu reiben, dass ich 36 Sterne schaffe. Nee, eigentlich nicht. Das mache ich. Einfach so. Für die Materialien und Primos. Weil ich inzwischen stark genug geworden bin, dass es nicht mehr so anstrengend ist. Ah. Nur meine Star-Rail-Erfolge möchte ich jeden ins Gesicht drücken. Vor allem, wenn es wieder heißt, wie, du hast Eggeron nicht. Nein, aber dafür habe ich andere starke Charaktere. Das reicht. Eh so viele starke. Irgendwie haben wir dann Greymon in Genshin. Eben, genau. Von Agumon in Greymon, oder? War das Agumon schon? Entwickelt sich erst zur größeren Variante und danach zu Ashtaha. Das ist. Ashtaha ist Jonglis Pokémon. Den können wir leider nicht klauen. Auch wenn er da wahrscheinlich anderer Meinung wäre. Oh, looks like you really are well taken care of, Minili. Of course, Minili is our trusty buddy, you know. Very glad to hear that. As promised, this is proof of your accomplishment from a tribal chief. Yay! Wahrscheinlich bekommen wir von allen Chiefs jetzt irgendwie sowas um. Die große Reise durch Natlan wäre cool. Also wenn ich das jetzt richtig identifiziere, ist das ein Gesicht, das ist das Auge, das ist die Vorderseite vom Gesicht. Das ist so eine Art Helm hinten, oder? So sieht das für mich aus. Oder Aliens, eins von beiden. So, Anna ist verköstigt, perfekt. Wenn die Kinder satt sind, dann sind alle glücklich. Okay, interessantes Relikt. Dankeschön. As for its official name, well, Manchu, there's your cue. Talisman of Vakshaklahun Ubakan. The Stage of the Stolen Flame. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht der Typ, der damals dem Pyrosaren die Pyrokraft entrissen hat? Oder geklaut hat einen Teil? Yeah, I can never memorize that name. Pfft. Toller Chief. Das ist gefühlt euer größter Held in der Nation, oder? Kann sich den Namen nicht merken. Ich meine, ich kann ihn auch nicht merken, aber ich bin kein Natlanianer. But I do remember that after the Pyro Dragon Sovereign's dead and after the first Pyro Archon was revived from the flame,
The sage and the archon each brought back one token from the volcano, and whomsoever obtains both may enter the cleansing fire within the volcano and purge all curses and calamities. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt der Anfang ist und wenn dann der Vulkan richtig freigeschaltet wird, geht's dann weiter. Was ich relativ cool finde. Solche World Quests, die ein bisschen weitergehen über mehrere Versionen. Still, how long did this sage live in any way, Manchu? Ja, Manchu, keine Ahnung. I feel like there are tales of him from the tribal era of that Ochkanatlan. Okay. Even around the Shadow Pin. Uh-oh. Well, he was the first human to use phlogiston, and who knows what fate came upon such legendary figures. Some say both his body and spirit turned into phlogiston, becoming one with Natlan's winds, lands, and flowers, granting him the power to hear the prayers for help directed at him by all the tribes. Interessant. Some say that each era boasted its own successor to the sagely title, passing it on even to this day. Das könnte interessant werden. Nachdem wir ja unseren eigenen Namen in Zukunft bekommen sollen, vielleicht bekommen wir den Namen von dem Uberkan, oder wie der heißt, als unseren Titel und wir sind dann die Nachfahren des ersten Sages. Und das ist dann der Moment vielleicht, wo wir dann den Pyro-Traveler bekommen. Kira. Voraussehung. Wenn das stimmt, dann habt ihr es bei mir zum ersten Mal gehört. Sie sollte gleich noch ins Kino, okay. Aber nicht so mit vollem Magen, da kann man nicht so viel Popcorn essen mehr. Will jemand auch so viel struggle mit den drei Fatui-Dudes in Natlan? Find die mega schwer. Ich war nicht vorbereitet darauf. Ich bin einfach auf die getroffen mit meiner Party. Mein Nervilette ist im Kampf zweimal gestorben, aber ich habe ihn dann wiederbelebt und bin derweil halt rumgelaufen. Bis ich wieder Wiederbelebungs-Items nehmen konnte und dann habe ich weitergemacht. Ich fand die nicht wirklich schwer. Hab zwar ein paar Anläufe gebraucht für die ersten beiden Achievements, aber so an sich sind die einfach. Ja, so schwer. Wenn ich mehr darauf vorbereitet gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich auch nicht so schwer gewesen. Aber ich bin da so rein und so... Wow, Nervi-Zerstörung, super Beam. Und dann haben sie mich auf einmal weggemacht. Aber ich habe es auf den ersten Anlauf geschafft. Nur wie gesagt, ich musste halt zweimal Nervi wiederbeleben. Bin dann halt in der Zwischenzeit so ein bisschen rumgelaufen mit Furina. Sie hat geheilt dann. Nachfahren des ersten Sages wäre lustig. Würde auch zum First Sage of Bua passen. Ja, dann sind wir noch der 100. Sage of Natlan oder sowas. Anna mag kein Popcorn, deshalb isst sie ja gerade hier. Was, sie schauen totenreich und vielfraß. Sagt mir, nichts. Auch keine Nachos? So im Kino ganz ohne Futter ist schon ein bisschen... Irgendwas muss man schon haben, das gehört zu Kino dazu. Wenn man deutsches Karamellpopcorn bekommt. Nachdem die Namen der Leute, die weitergegeben werden, auch alles Helden waren? Ich halte das für eine plausible Sache. Schauen wir mal. But, and excuse my bluntness, there are mostly storyteller speculations. Aber selbst die Storytellers haben manchmal nicht ganz so Unrecht. Weil irgendwoher kommt das alles, ja. Die ganzen Mythen und so. Hahaha, watch yourself with those words. You make Tito mad again. Tito erzählt tolle Geschichten und wir haben auch den Stöpsel wieder reingemacht. Alright, my duties are hereby discharged. Oh, wait, tradition does demand one more thing. Was kommt jetzt? Eine Umarmung, nein, keine Ahnung. Which is to grant the brave journeying soul and their companions my blessing. Oh, so that's also a ritual you all do, huh? It's just moral support, don't get your hopes up, eh? Right then,
Mia. Minili. Here I am, Chief. Simon kriegt kein Blessing. May you soar through the mountains like the hardiest bird. May the wicked tides break upon you as if you were the hardest of stone. May you fear no hardship, for the world is bound to be full of it. May you never forget each other, for the fate must bring an inevitable farewell. May you reach your destination and gain what you desire. Ich will nur meinen Bruder wiederfinden. Most of all, I hope that you shall safely return. I will. Die Ansicht von unten. Wait, does Paimon get any blessings? Nein, nur wenn du Divergent Universe machst, gibt's Blessings. Oder Simulated Universe. Aha, is for you, little Paimon. May you eat and drink well, sleep sumptuously, and see goodly growth. That sounds pretty good to me. Can you even grow goodly or otherwise, Paimon? Passt mal auf. Wenn wir beim Ende sind, wird Paimon auf einmal ganz, ganz groß und waifu-mäßig. Anyway, Paimon accepts this blessing, but only just, okay? Fine by me. In that case, the right of witnesses is ended. But before you go, let me stress this again. Be careful. We know, Pascal. See ya. And see ya too, Uju. Sie da alle stehen. Minili voll verwirrt in der Mitte. So, was wollt ihr eigentlich von mir? War nur überrascht, dass mein 57k Zhongli trotz Schild einfach gewone-shottet wurde. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Party ich mit dabei hatte, aber ich glaube, es war Kazu, Baiju, Növi und Furina. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Növi und Furina und Baiju mit dabei habe. Baijus Shield ist nicht so gut, aber vielleicht die Heals von ihm? Naja, gewone-shottet wurde ich, glaube ich, nicht. Aber trotzdem arg. Vielleicht haben die irgendwas gegen Schilde. Deadpool und Wolverine. Ah. Okay. Die drei haben mir ein wenig das Dodgen in Genshin beigebracht. Ich weiß noch, wie ich letztens irgendwann in Genshin die ganze Zeit dodgen wollte bei dem einen Gegner und nicht konnte. Ich wollte das machen wie in Withering Waves. Hat nicht funktioniert. Dumm gelaufen. Nein, sie ist im Kino nicht. Oh, kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwas Kleines zumindest zu knabbern. Wenn es nur ein kleines Popcorn oder eine kleine Nacho ist. Ja, True, aber finde gut, dass sie endlich mal ein paar Sachen, die einen herausfordern, reinmachen. So, sofern die Herausforderungen nicht so sind wie der Tiger in Withering Waves, ist alles gut. Genshin habe ich bis jetzt noch keine Probleme gehabt, aber ich bin auch noch auf keine anderen Legends getroffen, außer auf die Fatui. Und es gibt ja, glaube ich, noch 7 oder 8 zu machen. Ich habe die noch nirgends gesehen. Roar. Good luck. See you all soon. Bling. Okay, die erste Hälfte war relativ cool. Revelations from the past. Go to the entrance to the ruins. Ooh. Okay. The ruins entrance isn't far. Okay, sehr cool. Wir machen die Ruinen. Revelation from the past. Go to the entrance to the ruins. You have obtained permission to make a pilgrimage to the volcano from Pakal. Set out with Minili after you finish your preparations. Bin prepared. Wird schon schief gehen. Local Legend, wo man mit Main Character spielt. Was? Spoiler, die kennt Kira noch nicht. Ich habe wirklich keine anderen gesehen. Ich habe nur die gesehen. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Ich habe nur die bis jetzt gesehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gibt es sogar noch. Uiuiuiui. Keine Ahnung, wo die sind.
Aber bin ich eigentlich jetzt schon relativ gut durch? Die sind wahrscheinlich in den hintersten Ecken versteckt. Ich meine, die Fatui waren ja auch irgendwo da oben. Ich habe 63, 52, 61. Sind sie alle im Gebiet da unten? 14. Schauen wir mal. Wird schon schief gehen. Sollten wir auf welche treffen irgendwann nochmal. Gut. Tag. Alles brennt. Hier nichts. War da noch was? Ich brauche Item. Und die komischen Flöten brauche ich noch ein paar Mal. So. Wo müssen wir hin? Da? Ah, okay. Gehen wir von hier höher. Gehen wir vielleicht von oben. Let's go. Was ist das denn? Ist das ein Drache? Süß. Mit den Alpakas waren ja auch noch was. Hey, warte mal, vielleicht dort? Ah! Ah! Ich habe einen Platz gefunden. Okay. Die Alpakas schauen wir uns dann noch an. Machen wir jetzt einmal die Story fertig. Hui! Der arme Slime, 119.000 Damage erstmal weg. Zack. Aber diese komischen Kringel können wir auch gleich einmal machen. Jetzt so am Anfang. Die Musik. Unser allerliebster Galaxy Dragon habe ich gehört. Ui. Das ist das neue Element an den Genshin Galaxy. Das Element von Paimon und Dineslave. Mit ihren Galaxy-Mänteln da. Hi. Ups. Wer weiß, wann wir die Items brauchen. Lieber gleich sammeln. Ich muss auch noch schauen, übrigens. Oh. Ui. Da ist mir glatt ein Mond abgelaufen. Korrektur Star Dragon. Auch gut. Sterne sind ja schließlich in der Galaxie. Wegen dem Claymore muss ich dann schauen. Habe ich das schon gelevelt? Ah, da. Earthshaker. Was das eigentlich braucht. Sollte ich mir auch irgendwann mal Gedanken drüber machen. Tada! Okay. Die Lavabällchen. Oh, und Flöten wieder. Naja. Gut. Bis Mittwoch habe ich noch ein bisschen Zeit. Wann gibt's die? Montag, Donnerstag, Sunday. Okay. Werden wir dann am Abend noch ein paar holen, damit nicht wieder mein Mond abläuft.
Du Monster, der arme Mond. Den habe ich übersehen, es tut mir leid. Ach hier, hier war ich gestern schon. Einmal und habe diese komischen Saurier-Items gesammelt. Da habe ich mich gefragt, was das ist da. Einfach nur Dekos oder eh zu irgendeiner Story dazugehört. Anscheinend gehört zu einer Story dazu. Im Gegensatz zu gestern sind da heute diese komischen Wolfsdinger unterwegs. Ich nehme doch lieber mal Heiler mit, zumindest Bennett. Go to the entrance to the ruins. Das macht schon Spaß, oder? Ah, Hilfe! Ah. Okay, Gift ist weg. Hui. So. Auf geht's. Hm? Okay. So was Großes bestellt und das kommt erst morgen. Irgendein Päckchen. Und ich weiß nicht, was drin ist. Außer es ist eine Vorbestellung von Anno Dazu. Ja, irgendein Manga-Schuber, den ich vor einem halben Jahr bestellt habe. Ja. So, hä? Jetzt natürlich die größte Schere zum Aufschneiden, genau. Ah, nein. Das ist das andere, was ich dazu bestellt habe. Das ist heute schon gekommen. Ich dachte, es wird zusammen verschickt. Okay. Noch kein Manga-Schuber. Eigentlich sollten sie. So, gut, machen wir weiter. Nachdem ich das Paket jetzt zerschnippelt habe. So. Note, offer the talisman to begin an ancient trial. The next part of the story is tightly connected. To ensure you have the best experience, it's recommended that you experience the next part of the story when you have ample time to complete it. Okay, ich habe noch genug Zeit. Let's go. Aber gut, dass sie mir sowas schreiben. Oh, cool. So, the ruins below are the ruins of the... What was he called again? The Sage of the Stolen Flame? Still, the entrance looks like something weird blocking it. Just as I thought, the Sage's trial has already begun. Do we need to break that barrier? I didn't think I'd have to use my wall-facing jutsu so soon. Was für ein Wall-Facing-Jutsu. Ich glaube nicht, dass ich das kann. I'm afraid that the barrier is difficult to break. With all due respect, we must use the correct method to open it. Okay. Sind auf jeden Fall irgendwelche Kristalle. According to the accounts of the ancient scrolls of our tribe, the stage of the stolen flame seemed to have strongly believed that humans could guide and lead Saurians, thus attaining a future far brighter than the age of the ancient giant dragons. Perhaps he felt guilty for he stole the secrets of using phlogiston from none other than dragonkind. This gnawing guilt led to a hope that humans and Saurians could get along, living in peace as equals. Weil die Saurier sind ja auch alles nur Drachen. Sind ein bisschen knuffiger als die anderen Drachen, aber okay. Löwi ist auch knuffig in seiner Löffelform.
Viel Spaß euch noch. Ich bin weg. Bis dann. Passt, Engelchen. Danke fürs Vorbeischauen und einen schönen Tag wünsche ich dir noch. Bis dann. Perhaps that is what drove him to leave behind the token here. According to the ancient scrolls, human and Saurians both have their places. So süß. That's about as clear as mud. Süß, wie sie da stehen. Oh. Sorry, forgive my ineloquence. I believe it means that humans and dragons must each stand in their respective positions to receive the token. Okay, das heißt, Minili und ich müssen getrennt sein und wir müssen beide einzeln was machen wahrscheinlich. Still, to ask a Saurian to act in accordance with what human wants is difficult indeed. This too is part of the tribe's trials. The reason one must cultivate an understanding between human and Saurian. Though Paimon doesn't totally get what you are saying when it comes to an invisible bond, we are la crème de la crème. Paimon, man merkt, dass Paimon zuletzt in Fontaine war. Isn't that right, Minili? Warum sieht Minili auf einmal so groß aus und Paimon so klein? Raw. Raw. ich habe da gerade was gefunden. Wir bekommen endlich mal einen Wuthering Wavestream. Wann? Echt? Einen echten Livestream? Oha. Aha, that's the spirit. Now please try opening the barrier blocking the entrance. Humans and Saurians, one heart and one mind. You have deepened your understanding with your Tepetlisaurus companion during your journeys together. During this stride, you can switch to its perspective, allowing you to move forward together. Oh, wenn das so ein cooles Rätsel ist, so wie er muss vorgehen, um eine Tür zu öffnen, dann kann ich weitergehen und so hinher, 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 dann ist das cool. Das erinnert mich an Secret of Evermore auf dem Super Nintendo mit dem Hund. Das war cool. Diesen Freitag, okay. Gibt's eine Uhrzeit? A special sensor setup prepared by the legendary Sage of the Stone and Flame. Frosch im Hals. Oder Curry noch. Humans and Saurians must each stand in the corresponding sensor zones to complete the trial. Das werden wir schaffen. Minili und ich, gemeinsam sind wir stark. Oder Minili? So, ich nehme mal an, ich muss hier stehen. Im grünen Feld. Ah, okay. Ich hätte gedacht, dass Minili in dem braunen, roten Feld stehen muss. Aber okay, das ist mein Feld. Yes, right there. So, wie switch ich zu Minili? T? Das ist ja cool. Oh. White floaty green circle. Wenn ich mich jetzt nicht dumm anstelle, sollte es 13 Uhr sein. Okay, dann können wir es erst später schauen dann. 04 Uhr PT. Okay. Aber wir können es uns dann danach anschauen. Ein lustiger türkiser Schweif. Ishi hat immer die Emotes. Yep, 13 Uhr, gerade YouTube gecheckt. Dann schauen wir es uns später an. You're so clever, Minili. Das war jetzt Gott sei Dank nicht die Herausforderung. Okay. Schau, Minili läuft mit mir mit. Ist ja richtig cool. Hätte ich gesagt, sowas wäre cool gewesen, wenn es sowas schon mal mit Paimon gegeben hätte. So gemeinsame Rätseln. Na gut. Okay, eigentlich gehen wir runter. Eigentlich wäre es wurscht gewesen. Ich hätte nicht umstellen. Oh, es regnet. Dass der Gang da jetzt voll läuft.
Bei dem Hochwasser weiß man ja nicht. Hm. Lustige unterirdische. Was war das? Ah, Minili. Wenn er 40 vor mir auftaucht. Ui, ein Waypoint. Nice. Hat er sich jetzt da durchgebuddelt? Seitlich oder wie oder was? Ra, ra. Oh. Einfach an uns festhalten. Hier da unten ist Wasser. Verlass mich immer darauf, dass wenn man von oben runterfällt und ins Wasser fällt, dass man nur ins Wasser fällt und aufgeht. Minili. Ja, habe ich das Gefühl, so eine Höhle habe ich schon mal gesehen. Uiuiui. Was? Aber ich habe sowas auch? Du hast so viele Schweife. Okay. Gibt es eine Karte, eine unterirdische? Ja. Zack. Gut. Gehen wir mal weiter. Ui. Chosen of Dragons, open this door. From here, step into the audience hall. Okay, irgendwas war noch dazwischen. So schnell konnte ich nur nicht lesen. Wow, looks like the real entrance to the ruins is over there. And just like the entrance to the first tunnel, there's a strange barrier. Ra, ra. Yes, just like at the entrance, Maya must stand below the yellow device on the left, while Minili stands below the green device to the right. Though it's pretty high up this time. The route is different too. Oh. Schalter. Das bin nicht ich, das ist Mia. Hups, sorry. Das ist ineinander verschwommen. Ach, herrje. Meine Augen sind in der Zeile verrutscht. So. So. If you're scared, just raise your claws towards us and roar as loud as you can. We'll wave back. We'll wave back, so don't be scared, okay? Ra. Ra, ra, ra. Ra, ra, ra. Okay, jetzt wusste ich schon immer. Minili ist in Wirklichkeit Lady Gaga, also ist Minili gleich Raffi. Ra. Don't talk like Minili. What if you actually manage to roar something in its language and Minili misunderstands? Sorry. Ra, ra. But don't you look happy all of a sudden? Paimon just doesn't get you. When are you happy and when are you scared? Real? You sure seem to be in good spirits. Alright then, let's try opening up that gate. Minili, try going over there. And when it's open, we'll meet in front of the door. Ra. Vielleicht gibt's da auch noch Schätze. Wir müssen uns genau umschauen. Oh, Minili kann auch den Schalter schaltern. Schauen wir mal, was passiert. Oh, okay. Gut zu wissen. Ui, das ist interessant. Einmal schaue ich nach da unten, was da ist. Okay. Okay. Nichts Spannendes.
andere Seite. Mal, wenn man an diesen Dingern vorbeifährt. Fast als hätte man unendlich Raki Power. So. Gut. Unten war nichts. Wir können theoretisch da hochklettern. Oder? Sehe ich das richtig? Bevor ich da irgendwas einschalte, schaue ich mir mal die gegeben. Ah, da ist noch ein Schalter. Okay. Plattform da. Okay, da drüben ist ein. Okay, die Dinger müssen eh unten sein. Hilft nicht. Okay. Use the power of the Tepetlisaurus to dig up buried objects. Yay. Gut, dass ich den Pyro-Charakter mitgenommen habe. Ah. Perfekt. Kann man dann darüber gehen. Okay. Das heißt. Okay. Alles, denke ich, zu kompliziert oder ist es eh ganz einfach? So. Wir müssen unter dem Braunen stehen letztendlich. Holen wir mal Minili darüber. Zack. So. Zack. Minili, du bist dran. Nicht besonders schnell, aber okay. So. Switch. Halten. Wird das nicht hoch? Minili muss unter dem stehen. Okay. Er hat nur hin und her und nicht rauf und runter. Schauen wir mal ganz kurz mit Minili da lang. Irgendwie muss ich nach da oben. Ah, er kann sich ja graben, gell? Nehme ich mal an. Hui. Hehe. Perfekt. Sehr gut. Gut. Dann switche ich nochmal. Nein. Ah. Bin abgestimmt. Beim Springen. Das war wohl nix. Na komm, Bennett, gib alles. Nein, ah! Zum Springen heute. Unglaublich. Ich zweimal hintereinander versagt. Jörg, danke dir, Gojinko Styler. Und hello. So. Hier muss ich stehen. So, jetzt muss Minili eigentlich nur noch umschalten. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Wird nämlich Bennett da hochgefahren? Der muss nur noch rüberlaufen. Easy. Nur nicht runterfallen da. Tada! The barrier's open! Paimon knew this type of mechanism would be a piece of cake for you guys.
roll. Kommen sicher noch schwierigere Rätsel. Hey, you did it, Minili. Great job. I'm not sure why, but it feels like Minili is getting more and more reliable. That gives Paimon a kind of happy feeling too. It's way more reliable than Paimon. Paimon hat mir noch nie bei irgendeinem Rätsel geholfen, oder? Ich habe noch nicht meine Auswahl, was anderes auszuwählen. Roll. Hey, no way, and don't you dare agree with her, meanies. Paimon praises you too just a bit, and this is what she gets. Ra. Uru, boah, raw. You mean Paimon? Paimon's not angry and she's not crying. Noch nicht. Ra. Okay, fine, fine. Paimon will raw. Raw. Alle zusammen. I feel like I can understand him. Maybe we finally got a connection. That's what happens when you spend a lot of time together. Sometimes Paimon can tell what you're going to cook the moment you reach into your bag to fish out the ingredients. Okay, it's probably Tewat fried egg. And lo, Paimon was right. Paimon, you're terrifying. Nur weil ich die Spiegeleier so oft mache, Entschuldigung? Paimon's got a lot more aspects that are really scary. You just haven't seen them before. Paimon's getting hungry just talking about it. We should hurry up and find the token. Once we find it, we can have a huge feast to celebrate. Okay, let's move out. Raw. Gut, sonst war da eh nichts, gell? Hätte zumindest nichts gesehen. Ich habe ja leider noch keinen Kompass, also kann man nichts machen. Muss man noch ein bisschen warten. Ui, Schatzkiste. Ach, da ist wieder so ein Zeichen. Mehr hätte ich jetzt nicht gesehen. Hui, hoppala. Swear upon this Kabalanke. Oder wie auch immer man das ausspricht. The one who ascended to realms above to protect all beings, who bestowed seeds of flame to bring when your descendants return from the flames, none shall stop them. Gut, dass ich nicht gleich runtergesprungen bin. Das ist nämlich Lava. Minili, pass bitte auf, da unten ist Lava. Feurige Lava. Hui, Käferchen. Hui. Noch ein Käfer. Uiuiuiui. Ist aber golden da. Noch ein Waypoint. Wall of Cutting Rock. Oh, wo bin ich? Interessant. Uff. Wow. Oha. Ra, wa. Ein riesiger Lavatempel. So habe ich mir Natland vorgestellt. Riesige Lavatempel und so. Und Dschungeltempel. Tach, wie geht's dir? Dankeschön, Shokaku. Alles prima bei mir, würde ich sagen. Ein bisschen müde, aber ansonsten ganz gut. Wetter könnte halt besser sein. Aber ansonsten alles prima. That's the first time Paimon's heard Minili make that sound. Still, he's got a point. This is a huge mural. Let Paimon look. Two people each holding something round in their hands. Okay.
Wir sehen hier einen menschlichen Körper mit dem einen Token und das sieht verdächtig aus nach einem Drachen, weil das Design und die Flügel da. Das heißt, Menschen und Drachen wollen gemeinsam leben. Ein Token, zwei Token. Was ist der Schrein? Freut mich, dass es dir gut geht. Ich verzweifle gerade in Genshin. Woran denn? So schlimm? Wait. What's with one of them having a weird head? Das ist ein Drache, Paimon. Ja? Is it a dragon? Now that you mention it, it does kind of look like a dragon's head. Oh, Paimon gets it. It actually depicts a dragon and a person, each holding a golden ring. Oh, Paimon, da bin ich dir aber zuvor gekommen. Paimon feels like she just heard a story about two people taking something or other not long ago. Was the tale Pakal and Manju were discussing about the first Pyro Archon and the Sage of the Stolen Flame. Raw. Like Paimon said, it did remind her of something she'd just heard. But if that really, if that was really the case, doesn't that mean that of the sage was? Doesn't that mean that of the sage of the stolen flame and the first Pyro Archon? That one of them was a dragon, but which one of them? Oh. Oh. Okay. Interessant. Ich komme nicht an die Ressourcen, die ich zum Aufstufen meiner Waffen und Charaktere brauche. Von welchem Charakter denn? First we can rule out the Pyro Archon. Oh, so that means that the Stage of the Stolen Flame is actually a dragon, right? Das heißt, ein Drache hat dem anderen Drachen was geklaut? I will record that you saw the same golden design on that floating island. So that sage was also behind us falling into that place when we first came into Nutlan. It is also linked to dragons? Chosen of Dragon. Minili, fall nur bitte nicht in die Lava rein. So that means that the message back then didn't mean chosen by the great Tepetlisaurus there, but by the sage? Perhaps chosen by Minili. Raw. Er sieht glücklich aus. Ich habe nur Angst, dass irgendjemand gleich in die Lava da fällt, oder? Ehrlich. That's possible too. Strange. Chosen of Dragons, come forward. Come forward. Pass through the corridors to your left and right. The path will unfold before your eyes. Okay. Eins ist mein Weg, einer ist Minilis Weg. What's the matter? The golden design says, do we have to go through from both sides? But it looks like both entrances each have their own barriers and mechanisms. Could it be that humans go one way and dragons the other? Paimon muss leider draußen bleiben, weil sie ist gar nichts von beiden. Oh. Du schaffst das. Ich glaube an dich. If it's really too much, we can wait until you're ready and try again. Not like these ruins are going anywhere. Auf einmal kriegen sie Füße und laufen weg, die Ruinen. No need to push yourself too hard. If you want to stop, just say so. Oh, das ist aber lieb. Wow, wow, wow. Ra, ra. Minili, you're a brave fella, aren't you? Still get out as fast as you can if things get dangerous. Nothing is more important than your life, not even treasure. Bro. I believe in you. Believe in yourself. Sowohl als auch. Hey, don't say things he can't understand. Bro.
Elan, Decha, Emily, Jean, Lumin, Kujo, Sarah, Kitara, also Kirara wahrscheinlich, Rosaria, Ningguang, Collie und Kijing, all diese Charaktere. Okay, aber Ningguang, Kijing und Jean sind alles 1.0 Charaktere. Das heißt, theoretisch musst du alles bekommen in Mondstadt und oder in Liyue. Die Inazuma-Charaktere sind ein bisschen komplizierter eventuell, wenn man dann nach Inazuma muss. Aber die sollten eigentlich kein Problem sein. Elan hat, glaube ich, auch die Materialien nur. Ich weiß jetzt nicht, welchen Boss sie hat. Aber sie braucht auch die komischen Muscheln, wenn ich mich richtig erinnere. Oder? Also eigentlich, Rosaria hat größtenteils auch Mondstadtmaterialien. Ist eigentlich kein Problem sein, die zu holen. Wieso kommst du da nicht ran? Und was für Ressourcen meinst du? Die Sachen auf der Karte? Hallöchen Panda, willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen ist gut. Schon so lange wach. Bin schon wieder müde. Das ist aber cool, irgendwie das Gebiet. Drachen da lang, Menschen da lang, oder wie? Uff, na gut, wir werden das schaffen. Zack. Und Minili geht den anderen Weg entlang. Die komische Hydrohypostasis für Yelan. Ich kann sie aber nicht besiegen. Okay, du kommst nicht hin oder du kannst sie nicht besiegen? Weil die Hydrohypostase ja die ist in Inazuma. Ui, hinter Gittern. Das Gesicht. Nein, Minili, wir sind getrennt voneinander. No. No, Iron Barrier, blocked, bad. No crime, search other way. Oh, du bist tapfer. Ist aber süß. Minili zu lang. Okay, ich könnte mich graben. Bin ich schneller unterwegs. Rups. Zack. Oi. Das ist ein Pyrokolos. Kann die Minili einsammeln? Wir müssen da hoch. Okay. Green, green, there. Okay. Da unten können wir was machen. Da ist auch was zum Einboxen. Gucken wir mal raus. Soaking wet drip drop, no good. Okay, er mag kein Wasser. Möchte er uns damit sagen. Ah, sehr gut. Energie auftanken. Noch ein Crystal Beetle. Was sieht, wenn ich ins Wasser gehe? Manche Sachen sollte man vielleicht nicht testen. Elan braucht nicht die Hydrohypostase. Und Hi Kira. Okay, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Verreckständig, sorry. Ich meinte die Ozeanide. Okay. Elan braucht die Ruinenschlange im unteren Teil von der Kluft. Stimmt. Elan ist ja gleich nach Ayato rausgekommen. Ja. Aber dann brauchst du die Hydrohypostase gar nicht machen. Du gehst einfach ins Menü rein, dann zeigt er dir eh, welchen Boss du machen musst.
Die habe ich schon. Danach brauche ich die Ozeanide. Okay. Da mussten wir auch durch. Und die mussten wir damals machen, als es noch nicht so starke Charaktere gab. Like the tremulous crystal to trigger resonance. Ui. Retrospektiv hätte man damals schon Fischl verwenden sollen. Okay. Ich wollte mich hier nochmal kurz umschauen, was da ist. Warte mal, von wo kam ich denn? Kam ich von da? Das war der Eingang, gell? Anderer Gang. Ja, da, von da kam ich. Gut. Gehen wir da drüben weiter. Schon cool. Hui. Ah, Hilfe, runter. Die Ozeanide habe ich immer Fischl genutzt. Ich habe Fischl relativ spät bekommen. Das ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube, ich habe immer Kijing benutzt. Weil ich Fischl da damals noch nicht hatte. Heutzutage gibt es so viele Charaktere, theoretisch, die das sehr viel leichter machen können. Hopp. So, bloß nicht wieder ins Wasser fallen. Die Devise. So, wie komme ich da rüber? Okay, da muss ich auch, glaube ich, da weiter. Den Kapibara vorbei. Da müssen wir wahrscheinlich den Stein auch umschmeißen. Oder so. Doch nicht. So. Ist da noch irgendwas? Ui. Okay. Gut. Ah, warte mal, da ist was. Zack. Ganz viele Crystal Beetles. Und Schatzkisten. Ui. Autsch. Ups. Da aufpassen. Da weg. Uff. Mich irgendwie getroffen. Minili halt durch. Immerhin 7000 HP hat er noch. Okay. Ah, da drüben ist der Stein, den man umschmeißen muss. Gefunden. Ah, da unten. Hi. So viele Crystal Beetle. Und zack. Der Kristall kippt um. Und jetzt komme ich da rüber. Das fällt jetzt voll auf den Pyrokulus drauf. Da. So, da ist nicht spannend. Die Lavasteine. Tada!
Und wir sind auf der Plattform. Raw, green, high, go higher. Okay. Switching perspectives. Könntest du mir kurz helfen, komm? Ich glaube nicht, dass ich das gerade kann. Bin gerade mitten in einer Ruine. So. So. Ui. Laserbeams. So. Gut. Frage ist, kommen wir da unten durch? Oder müssen wir das hoch machen? Über die Lava drüber fahren? Aber wenn, dann haben wir auch gar keine Möglichkeit, darüber zu fahren. Zack. Oh. Okay. Gefährlich. Ui. Okay, ich verstehe. Halbwegs. Alter. Aua. Okay. Kann ich nicht stellen? Ich glaube, ich habe irgendwas übersehen. Geh mal da drauf und switch mal wieder zu Minili rüber. Doch nicht. Da kann ich nicht lang. Gesperrt. Wenn nichts mehr geht, dann einfach so weitergehen. Das nicht. Ah, Hilfe. Ich wollte eigentlich da hinten stehen bleiben schon. Nicht, dass es das ist, was ich machen sollte. Weil wenn ich jetzt Mualani nicht hätte, ist ja kein anderer Saurier. Irgendwie verwirrt. Außerdem zeigt mir das Unlock the Mechanism. Okay, gehen wir nochmal rüber. Irgendwas habe ich da nicht so ganz durchblickt. Oh, 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 oh. Geht mein Hai aus? Da war gerade was. Okay.
Hä? Okay. Das steht auch nicht. Unlock the mechanism. Wir finden das schon. Keine Sorge. Müsste ich machen? Ich. Da, da ist ein Pyrokulus dahinter. Hä? Muss irgendein anderer Trick dahinter sein. Voll auf dem Schlauch und gleich in der Lava. So. Stand da? Look for the objective in this area. Super. Da irgendwie kaputt machen. Die Frage ist nur, wie. So. Wenn ich da durchgehe, dann geht die Lava hoch. Dann geht sie wieder runter. Der Schalter ist versperrt, aber ich sehe weder irgendwelche Schalter noch Gegner, die ich machen müsste, um das wegzumachen. Was? Da oben kann man durchklettern. Knapp die Geschichte. Das ist der Durchgang. So. Den ich nehmen muss. Irgendein Durchgang nach da drüben. Das ist der Weg, den man nimmt, wenn man Murlani nicht hat, um darüber zu kommen. Gut. Geht's weiter. Alles zu. Ja. Eschi lacht mich aus, weil ich auf dem Schlauch stehe. Warte mal, da drüben blinkt jetzt noch was. Ich hab was gesehen. Da ist was. Und die. Und ein Hauen. Ah, Tatsache. Nimm mir den. Das Ziel vorher schon angezeigt? Nein, oder? Nur den Schalter, weil ich gecheatet habe mit Murlani. Frech, wie ich bin. Wollte ich nicht. Da wollte ich hin. Mann. So, ich brauche kurz Heiler. Oder alternativ könnte ich auch. Warte mal. Eigentlich ist es besser. So. Und das Spiegelei nicht vergessen. So. Ha! Wir haben was gefunden. Gut. Jetzt haben wir das.
Mal aber genau hinschauen. Schatz. Da kann man drüber fliegen. Ich krieg irgendwie Zelda-Flashbacks. Weil du... Zieh deine Füße ein. Was war das jetzt? Aber endlich mal wieder richtig coole Dungeons. Wo man ein bisschen rätseln muss. Frage ist wieder, wo muss ich hin? Da ist auf jeden Fall die Tür. So. Da ist ein Schalter. Wie bei Mission Impossible oder was? Du grüne Neune. Warte, wir brauchen einen kleineren Charakter. Super. Habe ich toll gemacht, oder? Zack. Jetzt öffnet sich da das Tor. Yay. Tada. Okay. Hier ist sonst, glaube ich, nichts. Doch, gleich zieht... Geht er mir wieder das Gitter da ein. Jetzt kann ich den Schalter drücken. Halleluja. Square Rock, wake up, raise up. Wie? Minili ist oben. Muss nicht runterfallen, bitte. Schlimmste, was jetzt passieren kann. Zack. Gut. Switch. Minili bleibt da. Gehen weiter. Schön. So, jetzt sind wir hier in dem Raum. Okay, da drüben sind so Pyro-Dinger zum Aktivieren. Da sind auch Pyro-Dinger zum Aktivieren. So. Paul bin darüber zu gehen. Schießen wir rüber. Was? If only there was a way to light them up all. Ah, okay, wir müssen die Lava aktivieren. Frage ist, reicht das hier zu stehen? Hehehehe. Das war simpel. Dachte, ich muss wirklich abschießen. Hui. Huiyo. Gut. Increase the liquid piston level to light up all the... Ah, okay. Muss... Ah, okay. Die haben sich wieder entleuchtet. Gut. AI Captain. Jetzt kann ich drücken. Ah, da muss man schnell sein. Schnell sein und nachdenken. Weiter geht's. Ratatata. Alter. Geht nicht. Weitergehen. Oh, oh, noch mehr Lava. Mehr Lava. Okay. Ein Baum. Irminsul. Alle beten den Baum. Der brennende Baum. Alles kommt zusammen. Ich stehe drunter. Minili steht drunter. Ah, nein, Minili kann weitergehen. Hui. Ach, ein Schrein-Dingsel. Hui.
Das Nachdenken. Manchmal nicht unbedingt meine Stärke, wenn ich ehrlich bin. Kommt immer drauf an. Das Problem war es, dass ich einen Schritt weiter gegangen bin, als ich eigentlich war. Mit Mualani. Weil ich da über die Lava gefahren bin. Hat mir der Schritt mit der Wand gefehlt. Und dann war ich voll verwirrt. Interessant. Ein großer schwarzer Drache. Spuckt Feuer. Aber der heilige Baum hat ein Schutzfeld. Manche Leute sind drinnen, manche Leute sind draußen. Die, die draußen sind, ja, die sind zerstückelt und braun. Verkokelt irgendwie. Okay. Hey, there's another mural there. Here. Now, what's it show? A huge black dragon, a tree and some strange person? Okay, er hat die Rückseite. Ra. Ra? Chosen of dragons, come forward, reach out. Reach out your hand, behold the sin that will obliterate all. What's wrong, Mia? Why are you just staring at the mural? Reach out towards the mural. Okay, Rückblick. Die Click to continue, Gott sei Dank. Weil ich bin da direkt runtergesprungen, habe einen Laser erwischt und meinen Kazuha gekillt. Autsch. Passiert. Eben wahrscheinlich mal. Witness with your own eyes the gargantuan wings from beyond the world, the once glorious and grand figure, now pitiable, having completely sunk into the terrifying shadow. The pitch black flames scorched the land and even the white tree nearly withered. Der White Tree ist Irminsul, oder? War immer weiß, auch die Blätter waren weiß. The final envoy's glow shattered and smashed, only able to subsist on the last leaves of the severed roots. Hm. Aus Wut habe ich einfach nur alle Burst aktiviert und zack, die Wand war weg. Okay, das ist die Hashi-Methode. Rage. Alle Burst. Hm. The ancient battlefields brought only destruction. After the time specters stirred, oh nein, nicht specters, evil lurking within the dark and filth flooded forth. Only the last leaves still shimmered in the night, and after that time, only the last leaves in the night swayed with the ripples in the sea of memory. Then you see something else, but you quickly realize it's not you who sees it. You will understand someday. A voice that seems not to be what it appears whispers by your ear. As though it were laughing softly. You know, this isn't meant for you. Okay, ich denk nicht nach, ich renn nur durch. Speedrunner Hashi. You see the entire city's annihilation, the buildings collapse, ash-white monolith squeezed in mid-air as they are turned to powder. You see a giant dragon with pupils pierced and a tiny human falling together from a great height, while the world echoes with a sorrowful song, one composed of the agony of dragonkind. You see a man rising from the dead dragon's heart once more, his whole body seemingly wreathed in flame. Uh-oh. Burin? Oder war das ein anderer Drache noch? Ein Traum. Oh. Sieht aus wie die Rückseite. Oder? Ist der Drache einfach so? Schauen wir mal. Moin, Hallöchen, Goku. Ich kümmere mich jetzt mal um Emily. Sehr gut.
Könntest du meinen Kazuha bewerten? Bewerten tue ich nicht. Ich kann mir höchstens anschauen. Das gibt es für Kanalpunkte. Aber ich bin gerade mitten in einer Ruine drin. Da kann ich leider nicht schauen. Aber wenn du genug Kanalpunkte hast, kannst du es gerne einlösen für den Charakter-Check. Oru. Kann er jetzt rausgehen? Oh, Minili ist wieder befreit. Mia, are you okay? You weren't moving a muscle. What I saw might be kind of hard to explain. Wäre cool, wenn solche Szenen auch animiert wären, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Really? Paimon didn't see anything at all and we are both looking at the same picture. Are you just way more perceptive than Paimon? Na sicher. Oh, Minili kommt. Ah, that's Minili's voice. Sounds like it's coming from over there. Oh, Paimon sure hopes nothing bad has happened. Hurry up, we need to go look. Da geht's weiter. Zack. Spannend. Ui. Ah, jetzt sehen wir auch die Karte da, auf der Karte. Lustigerweise ist das wirklich genau da auch. Da hinten. Da und hier. Okay. Alles Lava oder was? Zack. Wow. Switch. Minili, trau dich. Du musst nur springen. Schau, da drüben steht schon Emily auf der anderen Seite. Kanalpunkte sammeln und einlösen. Yes. Gerade so die Kurve gekriegt. Was sind das da für Löcher? Vor die Bullaugen. Ui. Das ist aber niedlich. Oh. Oh oh. Wow. Okay. Die Animation war aber nett. The path through the lava has appeared. Looks like the trial is almost over. Bloß nicht runterfallen. That guy from the Saurian Relics Association and the chubby chap from the Children of Echoes kept talking up how dangerous it was, but it looks like there really was nothing to it. The case lead the way, Paimon. Jetzt kommt sicher noch ein Boss. Wow, you can't even see the bottom, but we're good friends, so of course we'll go together. Up ins Abyss. Das Lava-Abyss kommt als nächstes. Rill. Minili, look! We're nearly done. Rill. You see some strange things too? Ra. Don't be afraid. Alles wird gut. Paimon and I are here. So. Yeah, though Paimon isn't sure what happened, Mia is right. No matter what, you've got us. Rawr, rawr. So süß. Oh, looks like he's finally perking up. Okay, looks like we can continue downward. This place does feel kinda dangerous. Chosen of Dragons, proceed. Eliminate the enemy from the realm beyond. And you will be granted entry to the final paradise. Oh. Seems there's danger below after all. Danger, danger. Did the golden designs tell you that too? Oh. Okay, then let's rest a bit, Mia. We'll keep going once you're ready. Uh-oh. Note, a perilous battle lies at the end of the golden staircase at this... As this battle is quite perilous. Wie oft steht da noch perilous? Be sure to complete your battle preparations before continuing. Vielen lieben Dank, das ist sehr freundlich, dass Sie das sagen. Ein Lava-Gegner, okay.
Wir müssen vorbereitet sein. Danger, danger. So. So sind wir auf der sicheren Seite, oder? Genug Wassercharaktere. Wir kommen in der Höhle oder in der Hölle? So. Oh. Felder leuchten, wenn man drüber geht. Immerhin kann man da nicht runterfallen. Oh mein Gott. Das ist aber sehr episch, muss ich sagen. Wer auch immer sich das hat einfallen lassen. Goldene Treppe. Gott, ich habe Angst. Highway to Hell. Hallöchen, Raffi, willkommen. Was passiert, wenn ich die Lava berühre? Okay, wir gehen einfach weiter. Sieht auch ein bisschen aus wie Fonta, oder? Herzlich willkommen im Pinaconi. Okay. Okay, was ist das für ein Effekt? Das ist aber cool. Nö, wie erleuchtet. Sieht ein bisschen aus wie Splitter. Vielleicht sind wir jetzt wirklich im Biss unten. Wegen diesem Splitter-Effekt auch vom Wal und so. Gott, da ist goldenes Licht am Ende der Treppe. Mann, ist das episch. Sind wir gleich da? Weiß nicht. Lava. Wow, Paimon never imagined there'd be something like this under the lava. So, we're really deep underground now, aren't we? Bisschen wie Minecraft, oder? Da, sag ich's nicht. Schaut, es ist lila. So, that sage with the totally impossible name hit the token here? No. This place I made a pledge with Jambalang. Oh. Now let go and let the future of humans and Saurian be as may. Warte, ich lese so. Mighty foe. Raw. Something's coming out. Ein neuer Boss? Ein neuer Gegner? Oder einfach nur Abyss-Gegner? Abyss-Gegner. Hat die Löwe niemanden getroffen? Bitte. Komm. Ui. This corroded golden wolf lord. Oh no. Dafür habe ich, glaube ich, nicht so die richtige Party mit dabei. Darauf war ich nicht vorbereitet, großer. Oh, den habe ich ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr besiegt. Bleib da! Du Golden Wolf Lord. Okay. Hilfe. Okay. Hat er irgendein Abyss-Schild da? Oh no. Wow. Lauf da weg. Hm.
Minili, pass auf dich auf. Minili steht da mitten in der Mitte drin. Ui, was ist das? Ach, Minili. Minili leuchtet. Nice. Minili, der hat gesessen. Cool. Minili brennt. Er wird zum Super Saiyajin. Wow, it looks like Minili just got stronger. Did something awaken, maybe? Like the power of the Flame Lord or something. Definitely looks stronger. Okay, für mich sieht er noch gleich aus. Rao. Are you alright? Rao. He was totally rocking during that fight and was a really big help. Yes, most impressive. An dieser Stelle kann man wieder sagen, ein besserer Kumpan als Paimon. Rao, Rao. It looks like that's not a power Minili can use whenever. Though, Manchu did say it's better not to use power like that too much anyway. Rao. Aber wenn Not am Mann ist, dann ist Minili für uns da. So where did that weird with the hard to remember name hide the token? All Paimon wants to do right now is grab Minili and get the heck out of here. Verstehe ich. Touch the inscription. Touch. Wet. Ui. Chosen of Dragons, come for. Was ist das? Until to the final sanctuary of my people. Okay. Oh, ist das cool. Das Gebiet. Oh nein, Minili. Zack. Dreh dich um. Mach mal ein cooles Bild zusammen. Tada! So. Worship and receive. You which should protect all beings. Eschi holt die Kamera raus. Wirklich sehr cool, oder? Bring light to all beings. Forth, chosen of dragons, come forth. But the inscribed hour has arrived. The inscribed hour has come. Okay. Das ist ein Vorgeschmack für die Teekanne, obwohl das eher farblich wie die Fontänenteekanne aussieht. Present the amulet. In return you shall be permitted to set foot on the sacred mountain. Okay. Minili, bitte. Ui. Wow, it looks like this stone tablet lit up. Jupp. Raw. Touch the stone tablet. Klick. As the golden lines light up, shining brilliantly, a fragmented scene surfaces in your mind. Okay, jetzt kommt wieder Geschichten. The eyes of the great dragon split in two by the sword of the children of men. The seals split asunder, engraved upon the white discs,
is mistakenly classified as a hole. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen. Vielen Dank. Luciferia. Azuliferia. Ich kann nicht mehr reden. Hallo. Danke für den Raid und willkommen, liebe Raiders. Einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch. Herzlich willkommen. Zu diesem schwarzen Hintergrund. Gerade. Hallöchen, Matten. Willkommen. Huhu, Kira. Hallöchen. Und Azuliferia, Hallöchen. Halli, hallo, Hallöchen. Wie geht's? Wie steht's? Ihr habt heute auch Genshin gespielt. Was habt ihr Schönes gemacht in Genshin? Ich hoffe, einen schönen Stream gehabt. Hallöchen, Lucky Lurch. Uhu an alle, Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Macht es euch bequem, wir machen heute auch eine Runde Genshin. Wir sind gerade mitten in einer Ruine gerade gewesen. Ich hoffe, es sind keine Spoiler. Aber trotzdem herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Tag und einen schönen Stream. Ach, ich drücke mal weiter, dass wir ein bisschen Farbe im Hintergrund wieder haben. So. One was given to the silver dragon's white claws, one to the resurrected corpse, one was buried beneath the great monument, and one was swallowed into the belly of the headstrong one. Okay. Azu geholfen und zusammen Inazuma etwas erkundet. Hui, auch gut. Haben ein wenig Inazuma erkundet. Perfekt. Machst du gerade die aktuelle Hauptquest? Nein, das ist einfach irgendeine Weltquest. Aus Nadlan. Mit der Hauptquest bin ich schon fertig. Yes. Und Hallöchen, Sam Prime, willkommen. Vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Ah, okay, dann viel Spaß. Dankeschön. Ist nur gerade so unspannend der Hintergrund. Wie, du bist schon komplett damit fertig? Mit der Hauptstory bin ich schon seit vorletzter Woche fertig. Die ging eigentlich relativ schnell durch, oder? Seit vorletzter Woche. Weil letzte Woche haben wir schon Star Rail Story durchgemacht. Ja. Ich war flott dieses Mal. Ich schon lange, wo das draußen war. Ich muss mich ranhalten. Ach, eins nach dem anderen. Hat mir das relativ gut eigentlich eingeteilt, die Hauptstory, in mehrere Parts, die gut zueinander passen. Ich glaube, in vier Parts oder so. Und ja, letzte Woche haben wir schon Star Rail gemacht. Hauptstory und Main Event. Können wir uns voll auf die ganzen Sidequests konzentrieren. Und aufs Erkunden. Ja. So. Auf jeden Fall herzlich willkommen nochmal. Vielen lieben Dank für den Raid. Und Hallöchen, liebe Raiders. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Kira. Ich spiele meistens Genshin und Star Rail, manchmal auch Withering Waves. Und ja, bei Fragen, Wünschen und Anregungen bitte einfach melden. Macht es euch ansonsten gemütlich. Diesen ungemütlichen, kalten, windigen Tag. Zumindest hier ist das Wetter furchtbar. Und King, vielen Dank für dein Geschenksabo. Voll lieb, danke. Bin hobbylos und bringe jeden Bereich auf 100%. Ich auch, aber es dauert ein bisschen. Alles andere habe ich eher auf 100%, aber Nadla noch nicht. Aber das kommt nach und nach. A white disc appears beneath your feet, the other obscured in shadow. The great wings shadowing it raised and finally see its drawn upright pupils. Ich habe Angst. You hear a voice, it says, glory, glory, the eternal empire, Ochka Nadlan. Hieß Nadlan so früher das Originalland, als noch die Drachen dort waren? See the person standing before the empty throne, picking up that disc, turning around and looking at you. Es wäre so cool, wenn das animiert wäre. Wake up, Mea, please wake up. Tag. Wieder aufgewacht. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Farbe im Hintergrund. Alle so geblendet. Hä, das Wetter ist doch schön. Ja, nicht hier leider. Kann nur froh sein, dass wir eigentlich relativ
wenig vom Hochwasser berührt wurden. Ja, es ist, wie es ist. Und danke dir auch, Sam, für dein Abo. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Oh. Ich muss einkaufen gehen. Viel Spaß noch in Genshin. Vielen Dank, Martin. Viel Spaß beim Einkaufen. Einen schönen Nachmittag noch. Hab Spaß mit den Emotes. Muss mal demnächst neue zeichnen. Oh, aber ich war jetzt die letzten Monate so viel mit anderen Dingen beschäftigt. Die Model-Sache und so. Hui, da war schon viel Arbeit drin. Ja. Vielleicht demnächst dann mal. An einem ruhigen Tag. Ah, you finally responded. When you touched that stone tablet, you just froze up and wouldn't react to anything. But look over there, a round plate with golden etchings on it appeared on the ground. Das ist die Disk. That should be the token we're looking for. Rah. A golden seal engraved on a white disk. Yay. What are you saying? It's nothing. I'm just a bit distracted. Du könntest doch einfach sehen, dass du... Also sagen, dass du was gesehen hast. Kira Modes, yay! Danke nochmal an euch für die Abos. Well, you probably are tired. After all, we sure did a lot today. Let's rest up after we get back. This token looks kinda like a big round plate. So, in the mural, both the human and the dragon each had discs like this. Fehlt uns noch die zweite. Anyway, we got a token. Let's take it back and show it to Manju. Raw. Müssen wir da wieder raus? Ich will da bleiben. Complete. Da ist noch eine Schatzkiste. Da sind noch mehrere Schatzkisten. Golden Entreaty. Okay. White disc retrieved from the ruins of the Sage of the Stolen Flame. It's one of the essential tokens required to journey to the Great Volcano Tollan. Okay, jetzt wissen wir auch, wie der Vulkan heißt. And remove the Flame Lord's Blessing from the little Tepetli source bag. Golden inscriptions are etched into the surface of the white disc, and when touched, one can sense the intricate patterns pulsating as if imbued with life. Interessant. Oh, 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 oh. Eine silberne Schatzkiste, eine silberne goldene. Okay. Das Iridescent Inscript Fragment. Da oben. Neugierig. Weiß nicht, ob man hier wieder zurückkommen kann. Wie bin ich hier reingekommen? Oh, was ist das? Irgendwelche Items habe ich neu bekommen. Okay. Irgendwo im Nirgendwo. Ja, von der anderen Seite. Ich will da einmal hochschauen. Void Barrier, okay. The power of the Abyss descends upon the world. Targets protected by Void Barriers cannot be damaged while defended by it. Only by attacking with elemental attacks a certain number of times can it be destroyed. Additional Night Soul aligned elemental attacks seem to be able to destroy Void Barriers with greater ease. Interessant. Erste Gegner in der Richtung gesehen habe. Yep. So. Hoppla. Okay. Hat eine Obergrenze, das Level. Da kann ich nichts mehr machen. Habe ich dafür Items bekommen noch? Das auch irgendwelche besonderen?
Iridescent inscription fragment. Broken beyond repair and can no longer serve its purpose. Though dismissed by many as delusional obsessions, some still believe they hold the key to unraveling messages from civilization. Okay, und das haben wir bekommen. Shattered Nightjade. Nearly weightless black jade enveloped in chilling flames. If it could be pierced together, perhaps something extraordinary might happen. Ich habe so viele komische Quest-Items da. Ah. Okay. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hier raus? Ist da kein Ausgang? Von da bin ich gekommen. Da muss ich mich raus teleportieren. Kommt nicht mehr raus. Für immer gefangen. Hilfe! Immer eingesperrt. Zack. Das Gebiet ist so schön. Mit den Wölkchen und so. Interessant, die Bauart der Säulen. Das habe ich noch nirgends so gesehen. Fällt mir jetzt erst auf. Link hat Drachenschuppen. Sieht auch so ein bisschen drachenmäßig aus. Sind die Originalgebäude der Drachenzivilisation. Spannend. Okay. Cool. Na, nachdem man eh nicht hoch kann, werden wir uns halt raus teleportieren. So, wo müssen wir hin? Da, 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 da. Gute Frage. Kann ich einfach wieder da generell zurück, oder? Was? Die should. Keine Ahnung. Ah, da. The road ahead. Talk to Manju. Zack. Ah, der steht ja noch vor dem Ding. Okay. Wartet mal. Und hier kommt man, glaube ich, am schnellsten wieder raus und dahin. Einfach um die Ecke und dann sind wir da. Der Hall in den Gängen. Tag. Hui. Regenbogenlichter. Das ist ja cool. Das ist ein Regenbogenlicht. Und wo reflektiert das? Na, reden wir mal mit ihm. Wir haben viel erlebt. Anju, we are back. Ra. Ew, that sure was one long wait. Entschuldigung? Das war das Rätsel, was mich so aufgehalten hat. Not gonna lie, the longer I waited, the more anxious I became. It was my idea in the first place, true, but everyone went into the ruins only to never return. I'd be beside myself with guilt. Alles gut.
Though if you'll excuse my bluntness, I must ask, surely you found the token that the Sage of the Stolen Flame left within the ruins. That was pretty tough. Though, tough as a piece of cake. Eigentlich war es nicht so schwer. Nur das eine Rätsel hat mich verwirrt. Eigentlich war es eh relativ leicht. Oh, I knew you'd do it. Oh. Look, it turned out to be this disc thingamajig. Tada! Interessant. Im Symbol da. Huh. Schauen wir mal, wo das alles hinführt. No, surely not a golden entreaty. Golden entreaties actually exist. Incredible. I must include this in my research. So, this thing's called a golden entreaty, huh? That's right. Apologies. I'm just so excited. It's said that this was once handled by the Sage of the Stolen Flame himself. For a moment there, I was thinking about what it might be like to keep it for myself as some kind of family here heirloom. Oh no. No way. No way, we needed to see save Minilee. So. Oh. I know, but as for clues about the token's whereabouts, well, I'm all out. I haven't the slightest idea where the other one might be. Och, Karnatlan. Oh, forgive my asking, Mia, but did I just hear you say, Och, Karnatlan? Immer diese schwierigen Wörter, Explain them that you saw it when you touched the stone tablet. Quick. Oh, who'd have thought it would be in Och-Karnatlan? The ruins of an ancient city that lies across a narrow stretch of water north of the Flower Feather Clan. Okay, das ist also im Norden. Wo ist der Flower Feather Clan? Wahrscheinlich auch im Norden, oder? Hm. That's where it is. Then I'm truly sorry, but I cannot help you. Das liegt außerhalb meines Arbeitsbereiches. Not only does my tribe forbid me to go there, but so does the Saurian Relics Association. Apparently, it's said that many years ago, some association members received a commission to investigate that place, but after setting out, they vanished without a trace. Uh-oh. Since then, the association has steered well clear of anything to do with Och-Karnatlan. Don't sweat it, you've already told us plenty. Well, I must thank the two of you once again. I can't tell you how much seeing a golden entreaty means to me. Speaking of which, I'd better hurry back and get all this recorded. Na gut. Thank you once more, Mia and Paimon. I wish you a safe journey. Minilee, I wish you success. Moving the mark of Flame Lord's blessing. Einmal kuscheln. Pets für Minilee. Farewell. Farewell. Yes, at the journey's end, the place where all souls come to rest. We will meet again, I'm sure of it. Entschuldigung, können wir uns nicht vorher einmal zwischendurch sehen, bevor wir sterben? Bling. Fertig. Okay. Das war ja ziemlich cool, muss ich sagen. 70% habe ich da jetzt. Durch die Ruinen. Yay. Auf jeden Fall wieder was abgehakt. Nice. Aber die Story zählte zu keinen Dingern dazu, oder? Okay, mit dem bin ich ja eigentlich eh fertig. Da habe ich schon alles. Rap Reputation Level 4. Theoretisch hat eh eine neue Woche angefangen. Können wir dann dort weitermachen. Hui.
Wie viel fehlt mir da noch? Oh, muss mich ja mal strecken. Level 2 habe ich. Supplies. Ja gut, von denen habe ich eh genug. Zack. Von dem habe ich auch genug. Gott sei Dank habe ich von denen auch genug, weil die brauche ich dann für Kinnig. Zack. So. Yay! Reputation Level 3. Sehr gut. Ein Boot. Bootshäuschen. Ist das große? Ziemlich groß aus. Sehr cool. Mit 2 bekommen wir Merchant Discounts. Mit Level 3, dann gibt es dann endlich den Treasure Compass. Hui! Wird noch ein bisschen dauern, aber es ist wie es. Beim Dendro-Stamm habe ich auch noch nicht wirklich was gemacht. Okay. Die Flügel freue ich mich auch schon. Bounty. Invulnerability to Pyro Damage. Electro Resistance decreased. Okay. Machen wir. Eigentlich gleich alle 3 annehmen. Eine Dendro Damage Hydro Resistance. Kein Kryo, dafür Anemo. Okay. Machen wir das gleich. Können wir gleich die Gegenden absuchen. Ups. Ich würde sagen, in dem Fall. Schauen wir mal, wo wir überall hin müssen. Da, da und da. Gut, kenne ich aus. So. Die Story ist interessant. Nehmen wir mal an, dass mit dem nächsten Version-Update geht es dann weiter. Wir dann im Norden was dazu bekommen. Da drüben. Und dann der. Das heißt, der Vulkan wird wahrscheinlich erst relativ spät dazukommen. Schätze ich jetzt einfach mal. Besttechnisch. Dum, 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 dum. Nattland ist so bunt. Frag mich, wer die ganzen großen Graffitis da an die Wände gemalt hat. An die Berge. Oh, nicht vorbeifliegen. Ja, hoffentlich, aber nächsten Freitag wissen wir dann ja mehr. Ist nächste Woche Freitag? Ah ja, Tatsache, diese Woche ist Bannerwechsel und nächste Woche Freitag ist schon Livestream wieder. Oh, Zeit vergeht, Wahnsinn. Unglaublich. Jetzt gar nicht so auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Stell dich alle in Reihe und Glied. Ich habe noch immer keine andere Legende gefunden. Eigentlich lustig. Zack. Gut. Nummer 1 siegt. Nummer 2. Dann bin ich nächste Woche wahrscheinlich mit dem Hydro-Stamm fertig und kann dann nächste Woche schon mit dem Dendro-Stamm anfangen. Die Leute, die schon eine Woche früher fertig waren, sind schon weiter. Wie es ist. Die letzten 2-3 Updates waren irgendwie sehr schnell wieder durch. Wahnsinn, wie die Zeit zurzeit vergeht. Schnell. Oh. Sicherheit.
Bounty completed. So. Gut. Und letzte Bounty. Warum habe ich da eigentlich den Teleporter noch nicht? Ist im Untergrund, gell? Uns gleich den Teleporter da. Ui! Ich meine, die letzten zwei, drei, das ist auch noch eine Schatzkiste mit einem Vajob. Web, 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 web. Wenn wir schon da mit der starken Party sind. Auf geht's. So nicht. Ich sag ja, mit der starken Party sind die super schnell weg. Yay. Ich muss mal meine Pyrosiegel auch wieder abgehen und meine Pyrokuli. Oder danach auch. So weitergeht, haben wir in gefühlten 2-3 Monaten schon wieder das nächste X.0 Update. Ja, wart mal ab. Diesen Winter geht schon nach Schnee, ist nah, ja. Muss ich hoch? Ja, nur ein bisschen hoch. Schon ist da auch gleich. Perilous. Oh. Ah! Hilfe, Wölfe! Ule, du wirst zahlen für das, was du getan hast. Oh. War schon? Okay. War jetzt meine ganze Wut da. Hasse diese Leyline-Dinger da. Wenn ich mit den nicht ausgewogenen Gruppen spiele, nehme immer Furina mit, damit sie ein bisschen mehr Damage macht. Jetzt gibt es von Nescafé Dolce Gusto mit KitKat-Geschmack. Die Kapseln? Ist es dann ein Kaffee oder ein Kakao? Also ein Kaffee mit KitKat-Geschmack oder ein Kakao? Weil es gibt ja auch Nesquik Kakao. Würde ich aber ehrlich gesagt mal kosten. In der Arbeit haben wir sogar eine deutsche Gusto-Maschine. Hi, hi. Sehe nichts mehr. Wo sind denn da noch Gegner da? Irgendwo ist noch einer da. Yay, geschafft. Mission complete. Ja, genau, Kakao. KitKat-Kakao. Hört sich interessant an. Schauen wir, ob es den bei uns vielleicht auch gibt. Für die Arbeit. Einen schönen Kakao, jetzt wo die kalten Tage kommen. Einen warmen Kakao. So, der Waypoint da oben. Anders. Verdächtig aus hier. Jetzt würde es da gleich in ein Loch runtergehen. Ich hab den Screenshot mal in Discord gesendet. KitKat zum Trinken. Jetzt probieren.
Okay. Kakao zum Trinken, während es draußen regnet. Da hat jemand... Da nutzt jemand die Gunst der Stunde. Okay. Muss ich schauen, ob es das bei uns auch gibt. Ist mein YouTube-Studio zugemacht. Ach, die grüne Neune. Wäre ich weg gewesen. Kira weg vom Fenster. Oder so. Hui. Tada. Ist aber praktisch gewesen jetzt. Oh, mit Schatzkiste. Yay. Glaubt ihr, dass da mit den Ballons ist dieser Feather, Wing Feather, Dingsbums, Clan? Macht irgendwie Sinn, dass die Animo-Leute am ehesten in den Luftballonhäusern wohnen, oder? Da können wir noch nicht. Nur das Tal und dann ist Schluss. Ah. Hm? Hm? Da. Ui. Da drüben ist noch eine Schatz. Ich meine, es sind noch 10.000 Schatzkisten überall, so ist es nicht. Zack. Und noch ein die Pyrokulier wollte ich abgeben. Und die Pyrosiegel. Auf Stamina leer. Und der Sprung ist zu weit. Jetzt wäre fast in die Hose gegangen. In den Abgrund. Zack. Ah. Auch ein Pyrokulus? Nein, das ist so ein Dingsel. Auf mich. Zweck. Interessantes Gebiet. Da ist auf jeden Fall noch ein Pyrokul. Okay. Ah, Hilfe. Hilfe. Hallöchen, Lady Arasnia, willkommen. Vielen Dank fürs Follow. Ich häng irgendwie im Gestrüpp da. Ui. Ui. Ich habe mich noch bewegt. Ich dachte, ich hänge da jetzt voll fest. Wenn nicht das erste Mal. Kiste. Gibt sicher noch ein paar Ikea-Kisten hier und da. Ah. Zack. Na, sage ich es nicht? Schau, da ist schon eine. Eigentlich muss ich eh ja wieder reinnehmen ins Team. Lady oder Nia ist fein, ist einfacher. Okay, passt. Dann machen wir einfach Lady draus. Zack. Was ist da geworden hier? Hä? Und was ist es? Was ist es? Ein Zaun? Zaun auch. Und Geld habe ich noch gefunden. Häuser sind cool. Sieht cool aus. Oh nein, ich wollte da rüber. Da geht's nicht weiter. Sieht auch interessant aus, was auch immer da hinten ist. Zack. Zack.
Ich ja. Ja, die nehme ich da rein. Spiele ich nämlich lieber. Theoretisch, das Problem ist nur, irgendwann gehen mir dann mit der Zeit doch langsam die HP aus. Aber inzwischen sind alle so hoch, dass es nicht so schnell geht. Aber im Grunde macht es mehr Spaß gegen den Burns mit Emily. Oh, nice Schaden. Und dabei habe ich jetzt einfach chaosmäßig gespielt. Wie sie Hihi Hi Hi ruft und den Hai rausholt. Genau das. Hi Hi. Vielleicht müssen wir noch den Pyro-Kluster holen. Von welcher Seite kann man am besten nach oben? Was ist das? So ein Knopfding. Wir brauchen so einen Haken. Wo gibt es den Haken? Entschuldigung, haben Sie den Haken gesehen? Der Haken? Zack. Hier eine Schatzkiste. Macht so Spaß, so die Steine abzubauen. Ah. Wahrscheinlich wieder so blind. Das ist wahrscheinlich eh der Haken irgendwo. Ich sehe den nur nicht. Ist auf jeden Fall ein Käfer drin. Nicht da oben. Ah, man kann eh von drinnen reinhüpfen. Und da ist auch der Haken. Ui. Ui. Was ist da? Okay. Ich werde mal die Tür aufmachen, damit ich das, was auch immer da unten ist, rauslassen kann. Jetzt brauchen wir so ein... Ich hab's mal wieder geschafft. Nein! Kachina, was machst du? Ich komm da nicht weg! Mach kaum Schaden. Ich habe etliche gute Chars, aber null ausgebaut. Daher versuche ich mir derzeit ein Team aufzubauen und farme daher einige Dinge, was dauern wird. Ja... Ich würde sagen, immer ein Charakter nach dem anderen. Komm, Kachina, runter da mit dir. Hängt da so blöd auf dem Haken? Okay. Eieieiei. Dendrosaurier? War da nicht irgendwo einer? Da drüben. So. Hallöchen, hoffe, ihr hattet alle einen stressfreien Start in die neue Woche. Ja, eigentlich war es relativ stressfrei. Wetter könnte halt besser sein. Freue es etwas, meine Weltstufe schon so hoch zu haben. Eigentlich ist das besser, weil du dann mehr Materialien bekommst. Ich habe es ehrlich gesagt nie bereut. So. Was auch immer das ist, es kommt raus. Ich habe es freigelassen. Okay. Sobald man Level 9 machen konnte, habe ich dann noch Level 9 gemacht. Ich freue mich jetzt mehr. Irgendwas ist da. Ich bin zu blöd, das zu treffen wahrscheinlich. Hm. Du,
jetzt aber. Okay. Seltsam, vielleicht von oben runterspringen? Ne, da kann man nicht hochklettern. Normal. Okay. Mal auch den. Hm. Okay. Nicht gesagt, weiß ich nicht, was man da genau machen muss. Ah, vielleicht wartet mal. Boom. Bin verwirrt. Irgendwas ist da. Kannst aber nicht aufstampfen. Erstmal zerstampfen und dann kann ich es rauslassen. War schwerer, die Gegner down zu bekommen. Aber meistens sind Richtung Ende einer Weltstufe die Gegner eh schon recht leicht immer gewesen. Oh mein Gott, ich glaube, Genshin hat es geschafft. Ich will den Abyss nicht machen. Okay. Was ist diesmal los? Seltsam. Ich weiß es nicht. Auch wurscht. So. Rups. Fahren wir mit Kachina da mal hoch. Rup. Stiegen Baum. Zack. Ah, Hilfe. Ui. Sieht doch, jetzt müsste man da stampfen können. Ja, wenn mir Schaden fehlt, um die ganzen Bosse machen zu können, um an die Mats fürs Upgraden zu kommen, ist schon doof. Aber ja, ich kämpfe mich da weiter durch. Das solltest du selber schauen, wenn du die Zeit dafür hast. Was? Gehen wir mal weiter. Ah, Hilfe, ich will da hoch. Lass mich in Ruhe. So? Warum konnte ich nicht hochfahren? War schon seltsam. Ich wollte da auf die Brücke, das ist, glaube ich, eine Schatzkiste, ja. Zack. Wir zerstampfen alle. Oh, gefährlich da. Wird schon schief gehen. Ah! Nani ist auch gefährlich hier. Ui, ist runtergefallen. Mann, das ist jetzt aber blöd. Jetzt muss ich runtergehen, um sie platt zu machen. Ah! Es ist so eng! Hängt da bitte nicht so blöd in der Ecke. Hätte sich getroffen. Geh weg, du Lava-Dings. Mhm.
Jetzt sollte ich mich auf den Weg zum Heildings machen. So gefährlich, da auf den Klippen zu kämpfen. Schau, ich werde schon fast wieder runtergesaust. Oh, da hinten ist schon der Vulkan. Da sind noch mehr Schatzkisten. Aber ich wollte jetzt einmal schnell zur Statue gehen und gleich meine Pyrokuli abgeben. Pyrokuli, Pyrokuli. 26 habe ich. Oh, wow. Okay. Nehme ich. Nächste Mal. 5 brauche ich noch, dann bekomme ich den nächsten Key. Nice. Die Siegeldinger wollte ich mal abgeben. Da ist das, gell? Zack. ...71 habe ich schon wieder. Auch gut. Da. Level 7. Was gibt Schönes? Primos. Und noch mehr. Monde. Und Puls. 31 Standard haben wir. Bin gespannt, ob sie irgendwas dazu sagen. Wenn ein Standard-Banner kommt. Bis dahin hebe ich mir meine Standard-Puls noch auf. Ich habe ja keine Eile. Kommen vielleicht auch noch in ein paar neue Four-Stars mit rein. Yay. So. Gut. Schaut's aus. Von den Prozenten waren die Oberfläche. 58, 72, 63 und 14. Sehr gut. Weißt du, dass es zwischendurch noch ein paar Quests gibt? Ich glaube, die werde ich mir jetzt mal einzeichnen. Wo waren dieses komische Alpaka? Die waren da oben, gell? Hier war das. Zwei Alpakas haben wir noch zum irgendwo hinstellen. Das will ich. Müssen auf Flächen stehen, wo so die Farbe eingezeichnet ist. Wir finden das. Regnet und die Musik ist so fröhlich. Ah, da. Sehr gut. Da oben vielleicht auch tatsächlich noch. Was sind eure Genshin-Pool-Pläne? Ich will stark sein und erst wieder bei Maruika pullen, obwohl sowohl Kinnich als auch Shinonen echt nett aussehen. Heute muss ich schon wieder so gemein sein. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, keiner will das. Gemein sein. Ah! Hab ich gefallen. Farbiges habe ich da nicht mehr gesehen. Irgendwo muss noch ein Platz sein für einen Alpaka.
Übel, Alpaka. Vielleicht geht der Saft aus. Ding noch. Okay. Schauen wir uns das Gebiet von oben an. Wir haben da einen stehen, wir haben da einen stehen. Dort sind auch zwei. Oh, wo noch Farbe ist. Ah. Ein. Warum ist nicht das alles mit Stroh? Klecks 1, Klecks 2. Ja, aber ich werde mir auf jeden Fall mal Kinnisch holen, weil ich hole mir alle Dendro-Charaktere und eigentlich sieht es ziemlich funny aus, was er so kann. Pylonen weiß ich noch nicht. Ich finde sie als Charakter her, vom Design her ziemlich cool, aber so viel wissen wir noch nicht über sie. Deswegen halte ich mir das noch ein bisschen offen und Mavuika wird dann schon ein Must-Pull wieder. Aber nachdem nur ein neuer 5-Star... Wo kommt jetzt denn 5.1? Ja. Hm. Hat man wieder ein bisschen Zeit zum Sparen. Ist ja auch nicht so, dass ich noch so ein paar Reserven hätte. Das glaube ich noch mal anschauen. Ich habe jetzt keinen Farbklecks mehr. Der ist noch weiter weg. Das ist krank. Nichts? Hm. Ja. Ja, das wären auf jeden Fall meine Pläne. Am Mittwoch geht es dann eh weiter. Yay! Ein Tag und 2 Stunden nur noch. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Bei Xilonen gehe ich bis zum 1. 5-Star. Wenn es ein Loose wird, spare ich weiter, bis Mavuika kommt. Ansonsten mal schauen. Hört sich auch gut an. Ich denke, Kinnisch und Xilonen interessieren mich auch. Daher kein Plan, was ich mache. Will aber auch Mavuika haben. Dann hast du noch mehr Charaktere zum Leveln. Kommst gar nicht hinterher. Aber es ist so, wie es ist. Zack. So. Na gut, ich würde sagen, wir haben die Story fertig gemacht. Yes, noch mehr zu machen. Warte mal ganz kurz, Evo braucht was. So, bin schon wieder da. Natlan ist schlimm. Ich hatte das in Fontaine auch schon. Ich wollte Risley, Növi, Alekine und Clorant haben. Im Endeffekt habe ich Rio und Növi dann doch geskippt. No. Natlan sieht auch schon so aus. Mualani und Kini werden geskippt. Ja, das ist halt... Ich wollte auch unbedingt Sea Queen haben und dann habe ich sie mir auch nicht geholt, weil, ja. Aber bis kurz davor habe ich mir noch gedacht, ja. Aber dafür habe ich mir Emily und Chiori geholt. Ich glaube, ich besser verwenden kann, ich weiß nicht. Bin schon gespannt auf Emily mit Kinnisch zusammen. Wisst ihr, ob man die Weltenstufe auch wieder senken kann oder geht das nur nach oben? Kann man auch wieder senken. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, aber irgendwie kannst du das machen. Da, Lower World Level. Einfach draufdrücken und dann kann man es niedriger machen. Aber dann bekommst du auch weniger Belohnung. Hallöchen Candy, Moini, willkommen. Du solltest die im Paimon-Menü um eine Stufe senken können. Ah, da, okay. Jupp. Oh, Minili. Ein Minili-Avatar bekommt man, habe ich bekommen. Das ist aber süß. Aber es tut mir leid. Ich habe da schon Minili. Wenn man es so sieht. Ah.
So. Na gut, meine Lieben. Wir werden für heute aufhören. Wir haben eh einiges geschafft. 3 Stunden haben wir gemacht. Wir haben die eine Mini-Lee-Story fertig gemacht, was sehr gut mir heute in den Kram gepasst hat. Am Mittwoch weiß ich noch nicht, ob ich am Mittag online komme oder am Abend. Das werde ich relativ spontan entscheiden, aber wir werden auf jeden Fall Kinisch pullen. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Ich möchte ihn gerne ausprobieren, wie sich das spielt. Es sieht sehr lustig aus. Und ich glaube, am Freitag machen wir dann zur Abwechslung mal wieder eine Runde Starrail, machen dort ein paar Quests und ja, Sonntag am Abend spontan. Ja, und wenn am Freitag wirklich ein Withering Waves Livestream ist, dann schauen wir uns den auch am Nachmittag dann danach an. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Damn, dann kann ich mir heute mal früher was zu essen machen. Yes. Hishi kommt endlich zum Essen, Gott sei Dank. Der Arme muss immer hungern, oder? Das will ich doch gar nicht. Yay. Und ich werde mich jetzt noch ein bisschen ausruhen, dass ich wieder fit bin von der komischen Nacht da. Keine Ahnung. Boah, war so seltsam. Konnte einfach nicht schlafen. Ich glaube, ich habe 3,5 Stunden geschlafen heute Nacht. Naja, es ist, wie es ist. Da muss man durch. So. Gut. Aber nicht vergessen, heute am Abend ist Evo wieder online. Da werden wir uns dann wieder sehen. So. Gut. Also gerne, falls ihr Lust habt, heute ab 21 Uhr ist mein Mann online. Er ist auch ein VTuber. Und ich weiß nicht, was es bei Evo heute gibt. Aber einfach mal ein Follow da lassen, würde mich freuen. Wir haben jeden Samstag immer bei ihm auch Community-Abend, falls ihr Lust habt. Yes. Ja. Was? Eigentlich könnte ich halt zwischendrin weg und was fertig machen. Aber ich möchte ja auch nichts verpassen, also bleibe ich immer sitzen. Irgendwann ist Hashi nur noch ein Hungerhaken, weil er nicht mehr zum Essen kommt. Sitzt er dann als Skelett da, der Arme. Und ich bin schuld und Evo. Naja, es ist, wie es ist. Oh, stimmt, Frank Stone gibt's wieder, oder? Ich glaube, er wollte es weiterspielen. Ja, kann sein, dass es Frank Stone heute gibt. Also, wer gerne Horrorspiele mag, bitte gerne bei Evo vorbeischauen. Außerdem Community Games, Games mit Hashi und mit mir manchmal. Und ja, einfach gerne vorbeischauen. Ansonsten bitte gerne aus meinem Discord vorbeischauen, falls ihr mehr wissen wollt über mich, wann ich online bin und miteinander quasseln. Oder falls ihr noch Fragen habt. Ach was, ihr seid nicht schuld. Nicht? Wer denn sonst? Twitter gerne auch für alle Infos, wann ich online bin. Was habe ich noch? YouTube. Gerne meine Kanäle abonnieren, falls ihr noch viele weitere Videos sehen wollt. Ansonsten wünsche ich einen wunderschönen Abend. Ruht euch aus. Es geht zu viel rüber. Da gibt es jetzt auch Genshin Impact. Viel Spaß dabei. Bye, bye. Genshin Impact. Ich kann nicht reden.